Liebe Hörerinnen und Hörer vom Radio Tau, was würdet ihr gerne hören, wenn Gott zu euch direkt reden würde? Hättet ihr gerne ein Tête-à-Tête mit ihm, wo ihr von euren Freuden und Sorgen erzählen könnt? Oder hättet ihr doch lieber einen theologischen Disput über die Unzulänglichkeit der Welt? Mein Name ist Sabine Müller-Jahn. Gott hat noch nie so direkt zu mir geredet und gleich habe ich das Gefühl, ich höre ihn alltag. Ich erzähle euch eine Geschichte, ich muss sie ein bisschen zusammenfassen. Stellt euch vor, ein junger Giel, der Samuel, der wächst bei einem Heiligtum auf. Er hat einen Ziehvater, das ist ein alter Priester, der Eli. Und zur Nacht schläft der Samuel ganz in der Nähe von diesem Heiligtum. Und er hört eine Stimme, Samuel, Samuel. Er denkt, es sei der Eli, kumpelt auf, geht zu ihm in die Nebenkammer und fragt, du hast gerufen, da bin ich. Und der Eli, gestoben aus dem Schlaf, ich habe dir nicht gerufen. Gang wieder ins Bett. Und so geht das Spiel noch zweimal. Irgendwann staget es dem Eli, aha, das könnte ja vielleicht Gott sein, der da Samuel ruft. Und er gibt ihm Anweisung und sagt, jetzt gehst du ins Bett und wenn die Stimme noch mal hörst, dann sagst du, da bin ich, ich höre zu, was soll ich machen? Ihr könnt euch vorstellen, dass der Eli auch gespannt ist, wie verrückt, was jetzt da in der Nebenkammer passiert. Und morgen fragt der Samuel, und wie ist es? Was ist passiert? Hat Gott zu dir geredet? Was hat er gesagt? Und weh, du erzählst mir nicht alles. Der Samuel hat ein bisschen den Tatter, weil das, was er gehört hat, ist nicht so schön. Und gleich sagt er es dem Eli. Er sagt, Gott richtet dir aus, dass du deine Söhne verflucht sind. Die Söhne vom Eli, die tun nämlich nicht so recht. Die tun erpressen und vergewaltigen und der Eli weiss davon, aber schreitet nie ein. Ja, wenn ich die Geschichte so höre und lese, dann denke ich, boah, ist eigentlich noch gut, redet Gott nicht so direkt zu mir. Wer weiss, was ich da dann müsste hören oder was ich dann müsste machen. Der Samuel wird in dem Moment, wo er dem Eli erzählt, dass er alles hat gehört von Gott, zum Prophet. Er übernimmt das Amt. Die Geschichte kann man eigentlich nicht eins zu eins übertragen auf irgendeines von unseren Leben. Und gleich habe ich auch den Anspruch, was könnte ich die Geschichte sagen. Es ist eine Berufungsgeschichte und an dieser Berufung bin ich bleiben hängen. Es gibt ja nicht nur die Begabung vor Prophetie, es gibt auch noch die Begabung vom Trösten, vom Verkünden, vom Heilen, vom Lobpreisen, vom Musikmachen. Und ich dachte, jeder und jede von uns hätte irgendeine so eine Begabung, eine Gabe mit auf den Weg bekommen, wo man Gott in seinem Werk unterstützen und für ihn arbeiten kann. Wo habt ihr eure Begabung schon einsetzen können für Gott? Ist euch überhaupt bewusst, dass ihr an seinem Reich mitarbeiten könnt, dass auch ihr eine Berufung habt in eurem Leben? Vielleicht könnt ihr Kindern das Beten beibringen. Vielleicht könnt ihr besonders gut biblische Geschichten erzählen. Vielleicht habt ihr die Begabung vom Heilen. Ich wünsche euch für die kommende Zeit, dass ihr gut herhört, was eure Berufung sein könnte. Manchmal passiert das nicht über die Ohren, sondern über das Herz.